Viel schwerer als der Vordereingang, finde ich. Ja, also, du musst halt erstmal durch diese ganzen Armbrust-Gedönse. Aber ja, wenn du da durchkommst, dann ist der schneller und bereitet einem weniger Aufwand, ne? Da drüben waren wir schon. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Da ist ja noch einer. Was hat uns das jetzt gebracht? Ah, hier ist noch was. Okay. Hä? A-Loch. Ja, genau. Was hat uns das jetzt gebracht? Da unten waren wir schon. Wir müssen noch eine Etage höher, aber ich weiß. Ich glaube, mich zu erinnern, wie wir da oben hinkommen. Aber müssen wir gucken. Muss man irgendwo von der Mauer runterspringen, glaube ich. Weil da oben ist auch noch ein Item. Ey, das sind so viele Geheimnisse. Ich muss den Loot doch überall mitnehmen. Wir können den doch nicht liegen lassen. Oh, hier, den brauche ich noch. Goldene Rune. Oh, war das unten auch noch? Da unten ist auch noch Loot. Du Scheiße, Leute. Machen wir doch den ganzen Loot hier. Kann ich einfach am Loot vorbei. Vordereingang, ziehst dich einfach aus und rollst durch. Aber das würde bedeuten, dass ich den ganzen Loot hier zurücklassen muss und das möchte ich nicht. Hier sind wir reingekommen, ne? Gut. Das ist zu. Gehen wir mal hier rein. Puh, da mache ich aber erstmal den hier. Holy shit. Fick dich. Holy shit. So einen Ritter haben wir übrigens als Asche bekommen, ne? Hier. Asche des verbannten Ritters Engval. Er war einer der zwei Ritter, bekannt als die Schwingen des Sturms. Trotz seiner Verbannung lehnte er ab, als der gnadenbeschenkte Fürst ihn zu sich rief und wachte stattdessen viele Jahre über ein herrenloses Schloss. Im Laufe dieser Zeit gelangte er als Held der Randländer zu großem Ruhm. Rostiger Schlüssel. Damit kommen wir, glaube ich, wieder raus. Truhe! Geil, Leute. Krummschwert-Talisman, aber der wird uns nicht helfen. Glaube ich, einer für so Dexterity-Builds. Hier schon wieder so ein. Weiß ich, wer das sein soll, die Statue. Ein Stab. Dieser Stab sieht so aus wie die Stäbe, die Viecher bei den niederen Erdbäumen haben. Die auch so Gift versprühen. Was für Bilder? Oh! Das Bild da unten, das ist eins von. Das ist Godfrey, oder? Das Bild kenne ich noch gar nicht. Das müsste ein Bild von Godfrey sein, da unten, dem ersten Eldenlord. Ja, ist das. Hinten sieht man den Löwe. Zu Godfrey kommen wir auch noch. Godfrey ist der erste Eldenlord, dieser große Krieger. Der Vater von Godric, dem Hauptboss dieses Schlosses. Und Godfrey hat sich irgendwann kriegerisch zur Ruhe gesetzt, quasi. Dem wurde dieser Löwe aufgebunden, der seine Kampfeslust zügeln soll. Und seitdem ist er quasi kriegerisch im Ruhestand. Er hat so einen Löwen auf dem Rücken, der seine Kampfeslust zügelt. Okay.
Hallo Beamchen. Sei gerüßt. Ich hoffe, du hattest einen angenehmen Sonntag und konntest schön abschalten. Auf dass deine Akkus schön aufgeladen sind. Da oben ist noch ein Item. Das will ich haben. Aber da komme ich, glaube ich, ja später hin. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Wieder? Ne, hier geht's in den Tod. Das ist zu. Oh ne, der rostige Schlüssel. Okay. Easy. Warum enttäusche ich? Die sind randvoll. Nice. Okay, noch mehr Loot. Bösewicht. Oh Mann, hier oben ist auch noch ein Item. Sogar ein blaues. Ah! Oh, wie viel Damage die machen, ey. Oh Mann. Da drüben kann ich rüberspringen. Da springe ich rüber. Oder kann ich ja nicht. Doch, doch, da kann ich. Da komme ich rüber. Nice. Kein rechts voraus. Vorsicht vor Gegner. Mhm. Oh, tatsächlich. Shit, ich glaube, wir brauchen mehr Estos. Oh, ich glaube, wir kommen jetzt an das eine Item, oder? Hier. Da ist auch noch einer. Komm mal her. Fick dich. Okay, das ist das eine Item, was ich da oben gesehen habe. Cool. Ziegelhammer. Können wir nicht benutzen. Nahkampf verboten. Da drüben. Da will ich hin. Da müssen wir aber wahrscheinlich von oben runterspringen. Und von hier können wir nicht rüberspringen. Das heißt hier irgendwie. Da würde ich mal einen Marker machen. Das ist aber Marker Nummer 3. Muss die mal alle zurücksetzen. Würde hier dann mal so einen Marker machen. Hier müssen wir noch was machen. Genau da, siehst du, perfekt. Perfekt getroffen. Das ist so eine Plattform, damit kommen wir in ein Loch. Und dann an dieses Item. Da müssen wir irgendwie von oben runterkommen. So. Nee, jetzt lang. Okay, den Ziegelhammer haben wir. Hüp! Hier sind wir hochgekommen. Ah, da geht's weiter hoch. Ah! Du Schwein! Halt, Julius Caesar oder was? Habt ihr gehört? Ist nur noch dreimal Lauf. Ist jetzt nicht mehr so krass penetrant. Nix Lauf. Ich hab den platt gemacht. Dieses Schwein. Dodge mich einfach von hinten. Ich hab den vergessen, ja. Nicht mehr, dass der da ist. Windig hier.
Okay, ich muss mir definitiv den Stream mal angucken. Weil ich habe das Gefühl, dass diese Zuppelei, die ich hier die ganze Zeit habe, im Stream gar nicht zu sehen ist. Das wäre natürlich geil. Ich höre hier einen großen Ritter. Das sieht halt bei mir die ganze Zeit so aus, als hätte ich so Frame-Einbrüche. Obwohl oben links zu sehen ist, dass ich die ganze Zeit bei 60 FPS bin. Aber im OBS sieht alles smooth aus. Das ist cool. Fuck. Oh Gott, Leute. Ich habe nur einen Mana-Trank. Weiß nicht mehr. Ich glaube, unten ist ein Bonfire, oder? Und oben. Ich muss mal gucken. Weil uns gehen die Estus aus. Ohne Estus ist ein Magier halt nix. Hier wird irgendwann ein Aufzug sein. Da kann man mit zu einem Bonfire kommen. So, ah, Bonfire! Okay, hat sich erledigt. Puh, okay, gut. Wir könnten ein paar Seelen poppen, um leveln zu können. Hallo Liandes, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich würde sagen zwei Stück. Das reicht. 7000 noch was, ne? Natürlich nicht! Wie immer. Oh. Nee, darunter ist der Turm. So, bringen wir mal 40 Weisheit hier. Okay. Ah, hier gibt es da so ein paar Stellen, wo man springen kann, ne? Ich bin immer da drüben auf das Dach gesprungen. Boah, wir können hier so viel erkunden. Das weiß ich noch. Hier gibt es so viel zu erkunden. Bin so froh, dass die Kackviecher als Magier so einfach sind. Das ist so geil. Und drüben sitzt er. Der schmeißt ein Fass. Den habe ich nicht vergessen. Schmeißt hier ein Fass, dass hier alles explodiert. Boah, knapp daneben. Seht ihr? Er hat da schön die Klauen abgeschnitten bekommen. Und wurden da die Klingen transplantiert. Wie kann man hier auch irgendwo runterspringen? Da hinten! Nee, da kommen wir nicht runter. Doch, von da oben runter, oder? Das, nee, da sind wir durchgekommen. Da ist rein gar nichts. Oh, hier können wir aber runter. Ach, kommen wir hier nicht zum Schmelz... Da vorne! Kommen wir hier nicht zum Schmelztiegel? Ich springe hier runter. Ich hoffe, ich überlebe das. Überlebe ich das? Ich hoffe es. Ah! Okay, überlebt. Ich glaube, da hinten kommen wir zum Schmelztiegelritter, oder? Ja, irgendwie so war das. So Gegner, die man nie vergisst, ne? Wie die Adler zum Beispiel. Okay. Loot. Loot tut gut. Ramponierter Holzschild. Den lesen wir uns durch. Da erfahren wir wieder was über die Geschichte. Ich hatte schon eine Salate, die gar nicht weg, ne? Die einen sagen, das ist dieselbe Beschreibung wie bei dem kleineren Schild. Gut. Okay. Nicht lang. Lang. Bricht hier nicht irgendwas weg? Ja. Was ist das?
Sasche Sturmangriff. Ich liebe das Erkunden von so verwinkelten Gegenden. Total geil. Voll die Dark Souls 1 Vibes. Mittlerweile die Zauberhände gefunden, ja. Beziehungsweise... Oh, oh, schön schon. Ich habe sie so sehr nicht gefunden, dass ich irgendwann gesagt habe, ey Chat, erklärt mir mal, wo ist die? Ich habe alles abgesucht, habe sie nicht gefunden. Dann hat mir wer gesagt, wo die ist. Nein. Die haben so eine krasse Reichweite. Boah, Schwein gehabt. Nein! Weiß nicht, wo ich hier runterfalle. Ich will ja nicht runterfallen. Ich will den First Try machen. Ich will ja nicht nochmal hinlaufen müssen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Nice. Kriegen wir hin. Ja, Mann, fick dich! Ah. So, wir können uns auch mal die Beschreibungen hier für die Zauber durchlesen. Da erfahren wir ein bisschen was über die schmerzigen Ritter. Gotricks Vater ist ja dieser große Krieger, der jetzt den Löwen auf dem Rücken hat, um seinen Kriegswillen zu bändigen. Und Godfrey hatte 16 treu ergebene Ritter. Das sind diese Schmelztiegelritter. 16 Stück gibt es davon. Und die, diese Schmelztiegelritter gibt es schon sehr, 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 sehr lange. Noch aus einer Zeit vor dem Erdenbaum. Eine der alten Anrufungen, die haben wir uns gestern schon durchgelesen. Bestückt die Schulter des Zauberten mit einem mächtigen Horn, das bei tiefer Haltung Gegner zerfleischt. Durch Aufladen kann der zaubernde Gegner rammen, bevor er zum finalen Angriff übergeht. Dies ist eine Manifestation der Urenergien des Erdenbaums, ein Aspekt des urzeitlichen Schmelztiegels, in dem einst die Zutaten für sämtliches Leben vermischt wurden. So, mein Restnudeln. Schinkenauflauf von heute Mittag gönnen. Geil. Hast du auch die Schriftrolle in dem Gebiet gefunden? Was für eine Schriftrolle meinst du? Dann kann ich dir das beantworten. Weil den Schmelztiegel der Ritter haben wir im letzten Playthrough nicht gefunden, glaube ich. Hier, wo die Zauberin dir mehr Zauber verkaufen kann. Achso, so ein Foliant. Nee, glaube ich nicht. So ein Foliant, das mehr Zauber freischaltet, meinst du, ne? Das können wir gerne auch noch machen. Wo ich auch noch hin will, ist, oh, die Mine haben wir gemacht. Ne, okay, die haben wir gemacht. Aber ich muss hier oben, hier gibt es, glaube ich, noch was. Hier muss irgendwas sein, weil da unten ist so ein Ausgang mit einem Item. Und da wird noch was sein. Und hier ist noch eine ein Teil einer Ruine, glaube ich. Und wir müssen noch hier in das Gebiet. Hier gibt es ja auch noch einen Händler. Hallo Kevin, schönen guten Abend. Gucken, was wir hier noch finden. Ey, das ist so geil mit diesen Zeichen, die man auf den Boden legen kann, ne? Das hat so seine ganz... Oh Gott, das hat seine ganz eigene Kultur entwickelt. Liegt genau unter dem Ort, wo die Händlerin ist auf der Karte. Also Struktur, das ist okay. Nee, die Zauber verpassen will ich nicht. Also wenn, das habe ich ja schon gesagt, wenn ich die Gegend erkundet habe und ich sage, okay, lass mal weitergehen und ich da was Wichtiges vergessen habe, dann kann man das ruhig sagen. Aber es geht nur darum, dass wenn ich, dass ich jetzt nicht einfach nur direkt schon weiß, wo was zu finden ist,
weil dann wird alles andere obsolet. Diese Spannung, was finde ich denn hier, geht dann komplett verloren. Aber wenn er jetzt noch so ein Foliant ist, was wichtig ist, dann werde ich mir das definitiv holen. So, ich schalte mal einen Fahrstuhl frei. Und dann gehen wir nochmal ans... Ich glaube, wir kommen jetzt beim Bonfire raus. Das wäre genau die Gelegenheit, um sich das Foliant mal abzuholen. Den Foliant. Oh. Der hat mal rausgekonnt. Item. Was sind wir denn hier? Ja doch, wir sind doch beim Bonfire. Hier links. Ja, perfekto. So. Können wir hier mal hingehen? Hier drunter soll was sein? Meinst du hier den Fluss entlang? Hier so im Fluss? Die Magierhändlerin war doch hier drinne, in dieser Katakombe. War das nicht die? Nee, das war die gar nicht. Wo war die? Nee, hier unten war die, ne? Da, hier. Ja. So, und hier unter der Struktur gibt's was? Hier unten drunter? Hier kann man noch tiefer gehen? Aber dann von außen, ne? Und hier geht's ja nirgendwo runter. Der Karte tiefer. Meinst du, ich soll hier auf die Seite gehen, in den Wald? Warte, ach so, mit runter meinst du nach Süden. Okay, jetzt verstehe ich das. Und tiefer habe ich gedacht, ich könnte hier noch ein Stockwerk tiefer kommen. Okay. Meinst du, ich soll den Bären hier kaputt machen, oder was? Weil der verwandelt sich ja einer in einen Bären, oder nicht? Oh, oh, kalten Söldner. Ah! Weiter geht's. Biostone, schön, dass du zurück bist. Nee, da sind zwei große Steinbögen, die mit Zauberern drauf. Ah, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Welche ich da, hier, die Stelle meinst du. Ja, ja. Ich erinnere mich an die. Oh, Biostone, dankeschön für das Abo. Vielen Dank. Freut mich, dass es dir der Content hier wert ist. Kleinen Pisser hier. Geh die erstmal kaputt hauen. Ballern die mich ja die ganze Zeit weg. Kann ich mich nämlich hier oben hinstellen? Da habe ich ihn auch schon, okay. Aber trotzdem will ich hier weghauen. Treffe ich ja von hier aus nicht. Oh, ich muss beide erstes mal trinken. Ich werde eh Seelen brauchen, um Zauber kaufen zu können. Oh. Ah, Schmiedesteine, warum nicht? Oh, was? Wie viel Mana ich verbrauche. Das ist eine Truhe.
Und Magier ist so gechillt, ne? Bin ich aber gespannt, was wir für Zauber kriegen, Leute. Ich will erstmal gucken, ob ich hier auch wirklich alles gefunden habe. Steaktown Breakdown, schönen guten Abend. Denn so sehe ich nur noch. Ich denke mal, wie geht's denn so? Mir geht's gut. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich diese ganzen Erkältungen hinter mir habe, ey. November, Dezember war so ein Horror. Pausenlos krank. Ich war so froh, dass es mir wieder gut geht. Ich habe tatsächlich die letzten zwei Nächte davon geträumt, wieder krank zu werden. Das ist kein Witz. Ich habe die letzten zwei Nächte einfach geträumt, wieder krank zu werden. So eine Kotze war das. Bist auf den Schlangenboss gespannt. Rykard, ne? Das habe ich mir heute auch schon gedacht. Rykard wird, glaube ich, mega easy. So, das ist einer der Splitter, Lara. Die Mana herstellen. Du hast ja gefragt, ob es noch was anderes gibt. Das war einer der Splitter. Die stellen so ganz langsam über Zeit Mana her. Dann mal zurück zu der guten Dame. Wüt war ganz Deutschland krank. Ja, die Erkältungswellen waren richtig krass die letzten zwei Jahre. Ach so, Magieresistenz. Ja, das kann sein, ne? Ich glaube, Renala wird halt purer Krebs. Das wird sich noch zeigen. Also hier zuppelt es bei mir auch schon wieder die ganze Zeit. Aber im OBS sieht es mega flüssig aus. Also wenn es im Stream mega flüssig ist, geil. Aber bei mir ruckelt das halt voll. Ich mache mir hier einen Marker. Slash Marker ruckeln. Und dann checke ich das nachher im Stream. Nach dem Stream gucke ich mir das einfach an. Aber dann brauche ich mir keine Sorgen machen, wenn es im Stream nicht ruckelt. Wenn es für mich ruckelt, ist es scheißegal. Wenn es im Stream flüssig ist. Ich habe übrigens heute auch am Mikrofonsound gearbeitet. Dass man nicht mehr jedes Schmatzen hört und der Sound auch nicht mal so übersteuert, wenn ich rumbrülle. Lauter Euphorie. Ja, dieses Schwert ist ja Fernkampf, ne? Ich kann Spezialfähigkeiten von Waffen nutzen, wenn sie keine Berührung des Gegners implizieren. Und damit meine ich, dass die Klinge den Gegner berührt. Das meine ich. Wenn das jetzt eine Fähigkeit ist, die quasi eine Fernkampffähigkeit ist, dann ist das kein Problem. Das gucken wir uns dann an, wenn wir da sind. Ich habe das nicht mehr so genau im Kopf. Übrigens die gute Frau. Warum teleportiere ich nicht einfach runter? So. Gute Frau. Ja, ich habe eine Schriftrolle. Ist das ein Scroll? Takes me back to my academy days. Very well. This is sorcery with which I'm not entirely unfamiliar. I'll be sure to incorporate it into one of your lessons. Never lose that inquisitive spirit, my apprentice. So, was haben wir denn hier? Den kann ich gebrauchen. Das ist karische Magie. Eine Schimmersteinzauberei der Akademie von Raya Lucaria. Erzeugt einen schützenden Bogen magischer Schimmerklingen über eurem Kopf, die nahe Gegner automatisch angreifen. Diese Zauber kann in Bewegung gewirkt werden. Sie wurde den verzauberten karianischen Rittern verliehen, welche ihre Schwertkunst so verfeinerten, dass sie ihre Feinde mit Angriffswellen aus Stahl und Zaubereien in Schach halten konnten. Karia ist die Adelsfamilie, die die Akademie quasi gegründet und geleitet hat. Die kaufen uns auf jeden Fall. Den dürfen wir aber nicht nutzen. Den dürfen wir auch nicht nutzen und den Schild auch nicht.
Also haben wir hier alles, was wir so nutzen dürfen. Die Gatling Gun haben wir gestern sogar benutzen können an dem Ritter. Der Zauber ist aber gut, dass wir den haben. Der ist wirklich nützlich. Ich werde nämlich die Gatling Gun dann erstmal raus. Ne, guck mal, wir haben sogar einen vierten Platz. Und den einfach mitnehmen. Den fand ich irgendwie dumm, diesen Kegel da. So, Achtung, Kiri, neuer Zauber. Geil, oder? Die schießen dann automatisch gegen Gegner. Kann ich hier noch aufladen? Nee. Gut. Ach, guck mal, die bleiben, wenn ich mich setze. Jetzt teleportiere ich mich mal weg. Das ist schon geil, die Dinger benutzen zu können. Ich habe die immer nur bei Gegnern gesehen. Weiter in der Burg. Ich glaube, die stackern auch. Das wäre praktisch. Jetzt mal gucken, ob die alleine mit dem hier klarkommen. Oh, die machen ja null Damage. Dafür, dass sie so viel Mana fressen. Krass. Aber gut, ist halt extra Damage, den man nutzen kann. Vor allen Dingen, wenn man in Gegnergruppen gehen muss. Das ist praktisch. Wow. Hat's ganz schön wehgetan. Ich glaube, die Klingen wirst du brauchen, aber aus anderen Grund, den ich jetzt nicht sage. Okay. Kalat ist halt auch gut gegen bewegliche Gegner wahrscheinlich, aber gegen bewegliche Gegner habe ich jetzt den. Das ist voll gut. Der war sehr wichtig. Weil die beweglichen Gegner mir ja so viel Probleme bereitet. Ich bin hier jetzt noch ein Gegner. Boah, in OBS läuft das so krass flüssig. Und bei mir ist das die ganze Zeit am Ruckeln, aber das ist mir scheißegal, solange es im Stream flüssig ist. Oh. Ich lebe! Ich lebe nicht mehr. Dieses Dreckviech! Kackt es so noch auf meinen Leichnam. Jinxen kann ich wirklich gut, ja. Ist ja kein Geheimnis mehr. Sagen. Hab ich doch vorhin auch getroffen. Hallo Steino! Wie geht's dir? Lange nicht gesehen? Holy shit! Ah! Okay, ich sollte den anderen mal auspacken. Sehr gut. Das, mir geht's auch gut. Freut mich, dass es dir gut geht. So, du Schwein, wo bist du? Ja. Dummfalkenfeder. Ist ja noch ein Item? Ich wollte schon sagen, da war da was. Schmiedestein 2. Nice, wir können unseren Zauberstab nochmal upgraden. Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Gang, 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 gang. Hier sind wir schon runter, ne? Ja, hier, das haben wir schon gemacht. Du hast gestern gesagt, du benutzt die Gravitationszauber nicht. Genau, weil das zur Story unseres Charakters gehört. Wir spielen als Gikonia. Gikonia ist die Schwester von Ludwig dem Ersten, Ludwig dem Zweiten. Und die wurde von denen so gehänselt, dass sie eine Sozialphobie und eine Phobie vor physischen Berührungen entwickelt hat und sich deswegen in die Akademie von Raya Lucaria zurückgezogen hat. Und folglich hat sie auch nur diese Magie gelernt.
Und das soll auch zur Challenge gehören. Weil ich will einen gewissen Schwierigkeitsgrad für die Challenge. Das heißt, ich darf keinen Nahkampf benutzen. Und nur Schimmerstein und karische Magie. Weil ich glaube, es wäre zu einfach. Weil von dem, was ich gehört habe, soll Gravitationsmagie richtig krass sein. Und deswegen habe ich mich beschränkt auf die Schimmerstein und karische Magie. Also alle an blaue Magie quasi. Und Nahkampf ist verboten. Das ist so die Challenge, um das Ganze interessanter zu machen. Was zur Folge hat, dass natürlich eine größere Herausforderung ist. Und zum anderen Teil muss ich mich viel mehr und intensiver damit beschäftigen, was mir zur Verfügung steht. Was einen positiven Effekt hat. Ich höre doch hier noch einen Falken. Nächstens am Ritter da unten. Kein Loot? Gravi ist heftig. Ja, das habe ich gehört und ich wollte das halt nicht so einfach machen. Ich wollte diesmal, weil das hat bei dem Run mit Ludwig II. Irgendwie gefehlt, so eine Challenge. Da hätten wir lieber auch so einen Challenge-Run noch mit eingebracht. Ich weiß nicht, ob ich da schon runter will. Let's mal gucken, ob ich hier wirklich alles gefunden habe. Da kann ich nämlich noch runter. Ich glaube, in der Kapelle finden wir noch so einen Magier, oder? Schimmer hat auch ein paar gute Zauber gegen bewegliche Gegner. Ja, zum Beispiel den hier. Den benutze ich gegen bewegliche hier. Die Schwerter natürlich auch. Ömer, was geht ab? Schön, dass du da reinschaust. Hast wieder schön Sushi gegessen. Boah, ich muss dringend mal wieder Sushi All You Can Eat machen. Hab ich mir letztens schon gedacht. Gibt es ein Restaurant bei uns, das hat zwischen 12 und 14 Uhr hat das All You Can Eat. So Running Sushi, das kommt auf so ein Fließband und läuft dann so vor dir lang. Und das ist richtig gut, richtig lecker. Und es kostet dann so 20, 25 Euro. Für 20, 25 Euro ein Sushi All You Can Eat mit gutem Sushi, hau rein. Okay. Vielleicht mal an das Item, was hier unten liegt. Ich kann nicht an Loot vorbeilaufen. Kukri. Das ist Fritz Meinecke, der hier liegt. Seine Kukris hier liegen lassen. Ein Döner heute. Döner ist auch geil. Dürrem-Döner hole ich mir immer. Ich kann dieses Jahr wieder Fleischbilder aus den USA schicken. Nice. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Fleischbilder, die du bei deinem letzten USA-Aufenthalt verschickt hast. Die waren sehr, sehr lecker. Ich glaube, das ist die Kirche, wo der Magier drin steht. Da ist er. Der Dude. Was sind das denn hier für Bilder? Ist das da oben? Darf es nicht. Ja. Ah, nice to meet you. The pleasure's mine. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. When I'm not hot-footing it from the troops, that is. But enough about me. What are you doing here in Stormvale Castle? This place is bristling with tarnished hunters, you know. They sacrifice our kind for grafting. Not exactly a place I'd stroll into without a purpose in mind. Ich werde Godric besiegen. I see. Here to challenge Godric and lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then, I take it. The guidance of grace. Well, enjoy it while you can. I'm tarnished, like you. But unlike you, I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time. Still. For the longest time. For the longest time. Would you care to learn one? As a if fellow I had goodbye to I'd me to tonight. Out, if it please. Heißt er noch, der den Song gemacht hat? This was what I do. What did I do? Did it for the longest time. Billy Joel.
Bei dem Sushi laufen dann die Nachtische auch im Kreis, ne? Nee, die haben abends auch ein All-You-Can-Eat. Das ist ein bisschen teurer, aber geiler, weil da kommen auch warme Speisen. So frittiertes Hähnchen und sowas. Und so ein paar hier gebratene Nudeln und sowas aus der Wokpfanne und alles Mögliche. Voll geil. Dann so Sushi gepaart mit warmen Speisen. Talente lernen. Das haben wir doch, ne? Nee, das sind Kriegsaschen. Schimmersteinkiesel. Bleibt eine Waffe? Ja, gut, die brauchen wir halt nicht. Das hier, also, wirbelnde Waffe, Leute. Habe ich Hähnchen gehört. Und hallo, Bender. Ich habe mir schon überlegt, die wirbelnde Waffe ist ja so ein Ding, der einen vor, der einen dafür schützen soll, dass irgendwer an dich rankommt. Also, ich bin schon seit Anfang an überlegen, ob das etwas sein soll, was ich benutzen kann. Weil es schützt mich ja quasi vor Berührungen, wisst ihr? Den finde ich auch passend. Den kann ich auch auf Stäbe tun, oder? Ja, und Stäben, seht ihr? Weil ich finde, das passt. Wirbelnde Waffe, ein Defensivtalent der karianischen Prinzessinnen. Siehst du, sogar karianisch. Lässt eure Waffe schweben und in der... Schweben, seht ihr? Und in der Luft wirbeln. Ich habe keine Verbindung dazu. Betroffene Ziele erleiden automatisch eine Angriffsserie. Ist nur okay. Nö, absolut passend. Es schwebt, ich habe keine Verbindung dazu. Es ist dafür da, damit die mich nicht berühren. Sehr gut. Keen to learn another battle art. The battle art you've learned is of the Glintstone family. They were conceived at the Great Academy of Rhea Lucaria, to the north of this castle. In the past, they obeyed laws which contravened the Golden Order. Or so I'm told. Fascinating, isn't it? That the Golden Order was pliable enough to absorb practices that contradicted itself in the past. With the Order broken, twisted, and in need of repair. Such adaptability is more important now. Fuck, das will ich nochmal hören. Nein, ich kann nicht mehr reden! Scheiße. Hab nicht so ganz zugehört. Weil mir eingefallen ist, dass, heute bei Caro im Stream, und die hat gesagt, wenn die... wenn ihr so eine gewisse Zeit streamt und zu viel redet, dann geht ihre Nase zu. Und bei mir ist es so, wenn ich so eine gewisse Zeit streame und zu viel rede, fängt meine Nase irgendwann an zu jucken. Dann kitzelt die ganze Zeit so. Deswegen mache ich immer so und so. Das kommt, glaube ich, so durch das viele Reden und die Vibrationen dabei. Wenn du so pausenlos redest wie so ein Streamer, dann, keine Ahnung, dann fängt die immer an zu jucken bei mir. Und die hat es, dass ihre Nase dann zugeht. Leute, das ist eine Streamerkrankheit. Mit der Nase. Ich sag's euch. Wir sind an was dran. Der Keller hier ist schaffbar. Hab nur 5 bis 10 Kukris gebraucht. Eine Strategie. Was für ein Keller? Okay, ja. Ich weiß, was du meinst. Oh nein, ey, da hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Okay, so gar nicht. Muss nur dran denken, die, ich kann hauen, guck mal. Die Asche dann auf den Stab zu tun. Nicht staggern, siehst du? Hast du gesehen, Kevin? Au, zu spät. Nein, töte mich nicht, bitte. Ich gebe auf. Haha, tue ich gar nicht. Ich töte dich jetzt. Hab ich dich reingelegt, ne? Idiot. Oder Trottel. Willst du Malenia auch wegzaubern? Ja, muss ich. Ich darf aber hier Objektherstellung benutzen, ne? Das darf ich benutzen. Ich benutze aber keinen Bogen, weil ich Bogen einfach langweilig finde. Aber den Keller, wir wollen dich leiden sehen. Ja, das wird richtig kacke, der Keller. Das kann ich euch sagen. Kaum redet Gikon von juckenden Nasen, fange ich wie wild an zu niesen. Siehst du? So schnell geht das. Hat sich die Streamer-Krankheit übertragen. Jetzt bist du auch Streamerin. Wann ist der erste Stream? Oder hinten ist die verborgene Tür.
Schieß dich mal ab. Und deine Seele! Wird vielleicht mal trinken. Leben muss ich so langsam auch mal skillen. So, ich habe ja erzählt, dass Godric, der Schwächling, als die Hauptstadt belagert wurde, sich zusammen mit den ganzen Frauen aus dem Schloss gestohlen hat. Er hat sich unter die Frauen gemischt und ist so aus dem Schloss geflohen. Aber warum ist er denn nicht aufgefallen unter den Frauen? Die müssen doch gesehen haben, dass da Godric unter den Frauen ist. Wie hat er das denn angestellt? Aber diese Antwort finden wir auch noch. Ich hab tatsächlich mal gestreamt. Wird hart gegen Malenia. Es wird sich zeigen. Es wird sich zeigen, ob Malenia schwer wird. Weil so von dem, was ich bis jetzt glaube, dürfte die wahrscheinlich einfacher werden als im Nahkampf. Meine Vermutung. Für Margit habe ich 2 Versuche gebraucht. Ich hätte ihn sogar First Strike gemacht, Margit, wenn ich nicht runtergefallen wäre. Was ist das denn hier, Leute? Da hängen ja überall Arme und Beine von der Decke. Und was ist das für ein Viech? Der hat ja ganz viele Arme und Beine. Was treibt Godric denn hier in dieser Burg? Mit all diesen Armen und Beinen? Hier ist ja ein Riese. Dem sind auch die Arme und Beine abgetrennt. Oh, da ist noch ein Ritter. Oh, die Rüstung. So. Jetzt werden wir eine der Antworten finden, Leute. Denn in dieser Truhe... Schleier des Imitators. Na, was ist das denn? Schleier des Imitators. Gucken wir uns mal an. Wo ist der? Hier, ne? Da. Ein goldener Schleier mit kompliziertem Muster. Als Godric aus der königlichen Hauptstadt Laendell verjagt wurde, war dies einer der vielen Schätze, die er mitnahm. Der Schleier ist auch als Marikas Spielerei bekannt. Und wisst ihr, was man hiermit macht? Man verwandelt sich in Sachen aus der Umgebung. Und kann sich so verstecken. Das ist ein Ornament, was einem beim Verstecken hilft. Und es wird vermutet, dass so Sector Breakdown, Genute Nacht, dass so der Godric aus dem Schloss geflohen ist, unter die Frauen. Er hat sich unter die Frauen gemischt, den Schleier benutzt und hat sich so als Frau verschleiert. Hm? Stinker. Und ist so aus Laendell geflohen. Deswegen findet man hier in Godric Schloss auch dieses Ornament. Sind noch mal Bilder. Wer ist das denn da oben? Ist das ein Ritter? Ja, irgendein Ritter ist das. Das ist wahrscheinlich dieser legendäre Ritter, von dem wir die Asche haben. So, wo geht's hier noch hin? Nicht hier aufmachen hier. Nee. Der Seite nicht zu öffnen. Oh, da wo wir jetzt hingehen, werden wir sehr viel Mana brauchen. Das haben wir nicht mehr.
Ja. Wir werden sehr viel Mana brauchen. Sammy. Ich will jetzt mal hier gucken, ob ich hier noch was zu entdecken habe. Sonst müssen wir schauen, wie wir am besten da drüben hinkommen. Also von welchem Bonfire wir am schnellsten dahin kommen, damit wir möglichst viel Mana haben. Tun Sie bitte. Ein Shortcut, welchen Shortcut? Die Tür da hinten habe ich nicht aufbekommen. Da unten sind die Items und alles. Das ist der Keller, ne? Ich glaube, hier oben habe ich alles gemacht. Guck mal da drüben, ob ich da noch was übersehen habe. Da ist ein Aufzug. Dankeschön, Beamchen. Daher habe ich alles gemacht. Gut. Da drüben kann ich noch nicht hin. Da würde ich später hinkommen. Pips! Denn der Aufzug. Davon muss ich wahrscheinlich an dem vorbei, ne? Jetzt lass mich rein! Ein heiliger Stuhlkreis, Leute. Ihr seid gegrüßt, liebe Leute. Kommen Sie hier rein. Hallo, ihr Stuhlkreis. Hey, was geht ab? Hallo, Ohrklatscher. Oh, Elden Ring habt ihr gespielt. Hallo, Calendula. Pummelhummel. Schönen guten Abend. Seid gegrüßt. Jessamy, was macht ihr denn für einen Run? Wir, Disabian, Hallöchen. Wir machen einen Challenge-Run, einen Lore-Run und einen... Ich spiele mit einem ganz bestimmten Charakter. Tani Aloha. Haben auch Elden gespielt. Ja, macht ihr einen First-Run oder macht ihr einen Challenge-Run? Ich erkläre euch dann gleich mal, was wir hier für einen Run machen. Also die Challenge kann ich euch schon mal erklären. Wir spielen ohne Nahkampf. Nahkampf ist für mich verboten. Und ich darf nur Karische und Schimmerstein-Magie benutzen. Also die blaue Magie quasi. So. Und dazu erkläre ich so ein bisschen die Lore immer wieder. Zum Beispiel hier in dem Schloss, was es mit Godric auf sich hat. Was so die Geschichte hinter Godric ist. Hier zum Beispiel sehen wir, dass ganz viele Arme und Beine hängen. Und ich habe euch ja erzählt, dass Godric als Godric der Schwächling gilt. Und um sich Stärke anzueignen, trennt Godric Arme und Beine von starken Kriegern ab und transplantiert die sich selber und hofft so an Stärke zu gewinnen. Und dieses Viech da drüben, mit dem hat er dasselbe gemacht. Das da drüben war mal ein normaler Mensch. Ich glaube sogar ein Albinoric. Diese künstlich erschaffene Spezies, die für die Sklaverei erfunden wurde. Der hat so viele Arme und Beine, weil ihm alle möglichen Arme und Beine transplantiert worden sind. Und das macht Godric hier in seinem Schloss. Ah, nein, wollte ich nicht. Ich habe zu wenig Mana. Oh, es geht nicht, glaube ich. Ich glaube, ich habe einfach zu wenig Mana. Scheiße, Leute, was mache ich jetzt? Oder reicht das Mana? Mal gucken. Seht ihr das? Dem ist sein Gesicht. Dem sein Kopf ist ein ganz normaler Menschenkopf. Ich glaube sogar, dass das ein Albinoric ist. Jeder Schuss muss sitzen. Und zwar nicht in den Schild. Ah! Okay, einmal heilen. Okay, das schaffe ich, glaube ich.
Komm schon. Ah, der Schild. Ja, Mann, fick dich. Und wie weit seid ihr denn in eurem Run? In eurem Stuhlkreis-Run? Achso, da hinzu kommt, ich habe noch nie in meinem Leben einen Magier in irgendeinem Souls-Spiel gespielt. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Magier-Run gespielt. Ich habe alle Souls-Spiele bis auf Demon's Souls gespielt. So, hier seht ihr, sind die ganzen Arme und Beine. Hier hat er schon eine Verpflanzung gemacht, eine Transplantation mit diesen drei Armen da. Der sammelt hier überall Arme und Beine von Kriegern, um die sich selber zu transplantieren. Und so hofft er, Stärke zu gewinnen, auf dass er den Respekt seines Vaters gewinnt. Das ist Godfrey, der erste Elden Lord und Vater von Godric, dem Schwächling. Das ist dieser Überkrieger, von dem ich euch erzählt habe, der stärker als die wahre Herrschaft sieht. Und auf dem Rücken seht ihr diesen Löwen. Der Löwe ist ihm auf den Rücken gebunden worden, quasi, um seine Kriegslust zu zügeln. Und seitdem ist er im kriegischen Ruhestand, mehr oder weniger. Hochlandaxt. Ich glaube, die Männers haben es Elden Dance genannt. Warum denn Elden Dance? Tanznieder etwa? So. Jetzt können wir uns hier gemütlich alles angucken. So, hier habe ich die Hunde auch schon kaputt gemacht. Also wir können hier einsammeln. Hier hat er dem Riesen auch den Arm und das Bein abgetrennt, um sich das selber anzupflanzen. Andenken der Puppen. Das können wir uns mal durchlesen. Nee, Story-Item. Das müsste hier sein. Ein Andenken der Puppen, die für die Verpflanzung geopfert wurden. Die Opfer seiner Transplantationen werden Puppen genannt. Eine auf rotem Samt gebettete Brosche mit Blutspuren. Schwach sichtbare Geister scheinen etwas mitteilen zu wollen, doch ihre Stimmen sind nicht zu hören. Aber ich war nicht von Anfang an dabei. Vielleicht nicht die beste Infoquelle da. Ja gut, dann ist es halt die einzige. Aber ich freue mich, dass ihr da seid. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier noch ein bisschen abhängen. Hallo Blackbeard. Da ging es darum, Punkte zu sammeln in verschiedenen Sachen. Der liebe Dengel hat die Challenge am Ende gewonnen. Ach so, guck mal. So quasi so ein Dark Souls Bingo quasi, ne? Habe ich schon mal ein paar Mal von gehört. Okay, da ist der Aufzug. Will aber erstmal gucken, was ich hier noch so finde. Oh, guck mal, Steinschwertschlüssel. Da können wir uns noch was holen. Ich weiß nicht, ob ich dafür jemanden töten muss da drin. Ich glaube schon, ne? Wir gucken mal. Bist du im Fitnessstudio? Ja, siehst du, da ist noch einer. Oh, zwei sogar. Kein Mana. Okay, tschüss. Hier war der Fahrstuhl, ne? Tschüss, Bitches. Ohne Mana bin ich nix. Möchte ich dich nicht verpassen, wie die große Magierin uns viele Wettpunkte schenkt, ja. So, Asche, Kriegsasche. Jetzt können wir den Wirbel nutzen. Aber der verbraucht bestimmt sehr viel Seelen haben wir? Viel zu wenig. Braucht bestimmt viel FP, oder? Hey, wie kann ich ihn denn nutzen? Kann ich ihn zweihändig? Nee. Ah, okay. Ja, cool. So was in der Richtung. Dengel Tape Cover und Sunny Aloha gegeneinander angetreten, moderiert wurde, ist von lieben Mr. Bordeli und Serby. Das habe ich mir schon gedacht, dass Serby da seine Finger im Spielchen hat. Dark Souls Remastered läuft auch auf PS4, oder? Gehe ich von aus. Achso, das Demon's Souls meinst du? Nein. Demon's Souls Remastered gibt es nur für die PlayStation 5. Deswegen habe ich ja nicht die Möglichkeit, das zu spielen, weil ich keine PlayStation 5 habe.
Was du mit DS Demon's Souls meinst. Es gibt das Remaster, das, weil für Dark Souls gibt es ja kein Remaster. Da gibt es nur so eine, so eine Dingens-Version. Mit besseren Texturen. Die Demon's Souls Remaster gibt es nur für PlayStation 5. Meine PlayStation 4 habe ich ja hier. Die hat der Sebi mir ja überlassen. Weil er die selber nicht mehr braucht. Das Demon's Souls Remake sieht verdammt gut aus. Das würde ich gerne. Das ist das einzige Souls-Spiel, was ich noch nicht gespielt habe. Das Schleifmesser. Uns auch mal durchlesen. Discordia. Wir können so ein paar Sachen hier mal durchlesen. Schleifmesser. Wendet ihr mit einer Kriegsasche eine Affinität? Ich dachte, wir finden ein bisschen Story. Okay, hier haben wir noch so ein Wappenschild gefunden. Das hier. Schuld für eine größere Leiche. Stammt von Soldaten, in deren Dorf die Raserei wütet. Die gelbe Flamme ist ein Symbol dieses Leidens und eine Warnung an alle, die sich dem Dorf nähern wollen. Ja. Ja, mit einem längst in Vergessenheit geratenen uralten Wappen von Sturmschleier verziert. Weil in diesem Sturm hat man irgendwie der Sturmlord gewohnt oder so. Der wurde aber besiegt und dann stand die Burg leer und dann hat sich irgendwann Godric hier breit gemacht. Joe, vielen Dank fürs Folgen. Freut mich, dass du dabei bist. Das 5 kann ich leider nicht verschenken. Ja, das kann ich verstehen. Oben gibt es da noch eine Ratte. Guck mal, ob wir hier irgendwas an Geschichte finden. So, und hier liegt doch wieder ein Elbinoric. Die künstlich erschaffene Spezies. Aus Silber wurden die geschaffen. Elbinorics sind aus Silber geschaffen worden. Wir werden auch noch in einen Bereich kommen, wo man das Silber findet, aus dem die geschaffen wurden. Ja, hier gibt es auch noch, weiß ich, irgendwie so einen Bereich, einen Eingangsbereich. Oh ne, die will ich nicht. Ne, lass sie mal schön da, die Hundis. Und da sind wir gehört, da muss der hier sein. Oh. Dankeschön, Jesse, dankeschön. Ich hätte einen schönen Abend. Eine PS5 kann man sich auch nicht einfach mal so den mehr leisten. Ja, ist ja eine recht neue Konsole, ne? Ups. So, und auf die andere Seite muss ich. Ein Item. Item. Tom, Tom. Bolzen, toll. Aber kann ich verkaufen. Wo sind wir hergekommen? Hier geht's nur hoch. Lassen wir hier weiter. Oh. Ah, das ist der Ort. Okay. Okay. Ah, sollen sie nur kommen.